Nachdem wir im letzten Part Camun erkundet haben, geht's heute zu dem Obelisten von Camun. So zumindest der Name von diesem Level. Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Remastered. So, was haben wir hier außer dunkle Gänge? Schauen wir doch mal. Wow. Geht gleich schon zum Anfang hier schief oder was? Schauen wir mal hier durch. Was haben wir hier? Hier haben wir nichts. Okay. Lauf bitte weiter. Wir haben heute noch ein bisschen mehr zu tun. Zwei Wege. Okay, der Weg ist zu. Da kann man bestimmt wieder irgendeinen Block verschieben. Ja, guckt mal. Oh ne. Kracht da jetzt die Säule runter. Puh. Ja. Die Angst war kurz da. Dass mir jetzt gleich hier so eine Säule auf den Kopf kracht. Ah, es gibt wieder viele Wege. Hier dahinter dann sicherlich auch. Komm, zieh mal weg hier. Lass mich erstmal noch hier hinter gucken. Ja, ja, hier geht's überall rein. Na gut, wo wollen wir anfangen? Wasserabenteuer sieht doch gut aus. Fangen wir mit Wasser an. Tauchen wir ab. Wow, ein Kroko. Hallöchen. Uah, geh weg. Nimm das mal mit. Am besten bevor der Kroko dir an den Hintern knapst. Das war Weltklasse. Oh, da kommt er. Was ist das hier für ein Raum? Okay. Was soll ich hier machen? Gibt es hier was, was ich finden kann? Oh mein Gott. Beleuchtungsverhältnisse sind aber auch Spitzenklasse, oder? Wenn man auf die andere Ansicht wechselt. Nee, aber was soll ich hier machen? Ach, guckt mal. Hier ist ein Schlüssel. Schlüssel sind gut. So, gut. Dann haben wir hier alles abgegrast. Ich gehe mal kurz Luft schnappen. Und ja, jetzt versteckst du dich, ja? Alles Kroko. Oh, bist du hier in den Gang reingeschwommen? Na, ganz klasse. Egal, lass mich mal wieder hier rein. Hey, das lief doch schon mal gut. Wir haben den ersten Schlüssel. Ich sag jetzt einfach mal den ersten. Wow. Oh, toll. Der ist uns ein bisschen feindlicher gesinnt. Also nicht, dass das Kroko nicht auch angreifen wollte. Ah, vor dem Kroko konnten wir easy wegschwimmen. Okay, wir hatten noch keine andere Wahl. Gut, ich hätte ihn mühsam vom Land aus erschießen können, aber... sind wir doch mal ehrlich. Da hat sich eine Luke geöffnet. Bringst du hier hoch? Oh. Noch ein Medikit. Nimm mal mit. Springst du auch hier hoch? Ja. Ein machst du das. Und ihr wollt jetzt, dass ich da drüben reinspringe? Ja, da habe ich ein bisschen Bammel. Dass das schief geht. Ihr kennt mich. Wer die Folgen bisher so weit gesehen hat, der weiß, wie das hier abläuft. Springen ist nicht meine Stärke. Uah. Hat ja funktioniert. Guckt mal. Hier liegt sogar noch Munition. Ich habe inzwischen auch herausgefunden, wie man sich so an die Wände runterhangeln kann. Indem man einfach die Greiftaste gedrückt hält derweile. So, war dieser Raum jetzt nur für... Naja. Uah! Au, au, au.
Ach, komm schon. Oh, der beißt sich aber hier ganz schön was raus. Ja, ich erschieß dich jetzt von hier oben. Hä? Blöde Miezekatze. Was hast du davon, dass du mich hier angefallen hast? Verstehe da keinen Spaß. Also was ist, wenn es in dem Gang aber einen Schlüssel gab? Dann habe ich den sauber verpasst. So, hier in dem Gang ist auch nichts. Ach, noch so einer. Oh, lauf. Lauf. Ach komm, geh doch weg. Mann. Wenn die immer so aus den Gängen rauskommen, ich finde das so belastend. Na komm, fall um. Geht doch. Darf ich mir gleich noch so ein Medikit geben? Mann, ey. Toll, das führt auch nur zu einem weiteren Medikit. Habe ich direkt den richtigen Weg genommen? War nur der eine Weg richtig? Aber wofür dann? Ach so. Hier für die Tür, oder? Ja, hier, schaut mal. Aber das sieht nicht aus. Es war schon wieder so dunkel. So schlecht zu sehen. Da öffnet sich eine weitere Luke. Das ist hier, hier oben. Ist ja komisch. Hä? Wieso sind da jetzt zwei aufgegangen? Ist hier noch ein Secret? Du sollst eigentlich schieben. Bitte. Das wäre Weltklasse. Na komm. Schieb den Block. Und au ruck. Einmal musst du noch. Da ist der Block an der richtigen Stelle. Was ist dort oben? Warum ist hier oben auch eine Tür aufgegangen? Das möchte ich mir doch gerne mal ansehen. Ach, komm. Oh, oh. Ich mag ihn nicht. Oh, er ist tot. Er ist tot. Was ist das hier? Und wieder so ein Spiegel. Ja. Was ist das? Hier geht's auf jeden Fall noch nicht weiter. Oh, hier ist ein Schalter. Wow. Den sollten wir vielleicht mal aktivieren. Okay. Was haben wir denn hier? Wird mir irgendwas unter Wasser gezeigt. Oh je, Mine. Ja, wir gehen jetzt erstmal zurück. Hoffen, dass erstmal der Weg frei ist. Ja, ihr seid schön tot. Ah, hier. Ist derselbe Raum. Stehe. Ups. Ja, hier ging es rein, oder? Ja. Uah, oder runter. Ui. Ach Gott.
gleich zwei von der Sorte. Aber ich habe ja... Oh. Komm. Komm. Fall um. Fällt mir ein, ich habe schon lange nicht mehr gespeichert. Lange in Spiel, in Spielmetern, so, ihr wisst schon. Ich wollte doch nur einen kurzen Schritt zur Seite. So. Und hep. Wow. Knappe Angelegenheit. Ganz schön knapp. Eieiei. Okay, und noch ein Sprung. Wir schaffen das. Uff. Oh, ein großes Medikit. Jawohl. Hallo. So. Als nächstes schätze ich mal hier hoch. Oh Mann. Ich glaube, das hier ist die cleverere Alternative. Ich weiß, ich bin ein Riesenschisser, was das angeht. Aber ich habe zu viele schlechte Erfahrungen gemacht in den Parts davor. Ich sagen muss, inzwischen geht's ja sogar. Jetzt, wo man so auch die Steuerung kennt, weiß, wie man sich hier so langsam vortastet. Komm. Halt dich mal fest. Wir müssen noch ein Stück höher. Hallihopp. Okay, und jetzt der große Sprung. Uff. Wir hängen. So, das hier ist jetzt keine Kunst mehr. Oh oh. Nein! Nein, 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 nein! Nein! Er hat mich... Komm. Ich habe überlegt, ob ich da jetzt rüberspringen soll, ob ich mich trauen soll. Oh nein. Oh nein. Nein! Ja, jetzt ist der Wurm drinne. Ich wusste schon, warum ich hier oben nochmal zwischenspeichere. Ich hab's schon geahnt. Okay, Mumie kommt. Wir müssen sie gleich umlegen. Hab ich noch die Schrote in der Hand? Nein. Wow. Schritt für Schritt, ganz langsam. Okay. Olle Mumie. Oh Mann, dieser Sprung hier war doch so verdammt knapp. Hat doch jetzt nicht damit gerechnet, dass hier gleich so einer ums Eck marschiert kommt. Na gut, ich hätte es wissen müssen. Das läuft eigentlich immer so ab. So, machen wir ihn nieder. Komm, stirb. Du Knecht. Ah, verstehe. Ich speichere einfach nochmal. Ich habe ja hier sowieso einen Schalter gesehen, bevor mich der Kollege überrannt hat. Das führt auf jeden Fall zur nächsten, ja, Opfergabe? Keine Ahnung, was das sein soll. Ja. 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 War es das wert? Ich weiß nicht. Werde ich es nochmal versuchen? Selbstverständlich. So.
Und wieso? Wieso hält sie sich denn dort nicht fest? Das ist jetzt mir aber ein Rätsel. Wieso macht sie nicht das Festhalten an diesem Stein? Wow. Oh, dort unten liegt auch noch was. Nition. Hier im Gras. Coole Sache. Muss nur. Oh, hier liegt auch noch ein Päckchen. Hier komme ich nicht hoch. Aber auf der Seite. So. Gut. Wir probieren das jetzt, bis wir da rüber gekommen sind. Uah. Funktioniert. Ja, ein bisschen Schaden. So, das ist wohl auch für da unten. Ah, und von hier kommen wir jetzt zum nächsten, wie es aussieht. Haut mal, und von dem kommen wir dann darüber. Erst mal irgendwo hochklettern. Das ist eine sichere Sache. Jetzt mal die Architektur anschauen. So, aber nicht da drüben hochspringen. Ach so, ich sehe es. Bevor ich hier irgendwas Dummes tue. Ich soll hier. Wow. Hier an der Wand. Uff, hier an der Wand lang. Okay. Kletter, kletter, kletter. Wir klettern die Wand entlang. Kletter, kletter, kletter. Wir fallen nicht runter. Und sind danach noch immer putzmunter. Kletter, kletter, kletter. Ja, kein, nicht der Beste, aber hey. Hier ums Eck klettern? Nee, natürlich nicht. Ah. Was denn dann? Hier kam ich rein. So schätze ich mal hier hin. Ist ein Schalter. Drücken wir den Schalter. Oh. Ich könnte schwören, die war eben noch nicht da. Dann nehmen wir die Treppe doch sehr gerne nach oben. Oh, ich habe eine Ahnung. Nee, das war doch gerade hier noch eine Schräge, oder? Oh je. Er schon wieder. Ich mag ihn nicht. Mich schon ein paar Mal umgebracht. Eigentlich, wenn er mir hier so ins Gesicht springt. Okay. Er ist explodiert. Ist hier oben was? Nö. Schalter. Schalter öffnet Tür. Oh, da liegt noch ein Medikit. Liegt aber auch wieder an einer sehr gefährlichen Stelle, was? Oh Mann. Nicht runterfallen. Ich würde sagen, besagtes Medikit drücken wir uns gleich rein. Haben ja ein bisschen Schaden hier schon wieder bekommen. Der Schuss habe ich eigentlich noch immer noch 600. Wo bin ich denn jetzt? Ach so, das ist jetzt auch eine Treppe. Hä? Hä? So, soll ich jetzt einfach dort wieder runterlaufen? Ach so. Ich hätte bestimmt hier reingesollt über die Rutsche. Ich bin den Weg bestimmt ein bisschen anders gelaufen, als das hier noch eine Rutsche war. Hätte ich besch... Oh, au, 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 au.
Vorsichtig beim Runterspringen. Oh. Da liegt noch Munition. Ich wusste es. Ich wusste, dass sowas passiert. Okay. Schrotmunition sogar. Sehr wichtige Munition. So, bitte keinen Schaden nehmen. Im Weg nach unten. Liegt hier noch was drauf? Nö. Dann können wir ja weiter. Stirb. Mann. Alles nur für ein Magazin. Schon wieder. Kam ich doch von hier? Nein. Wo geht's hier wieder raus? Wo ist der Ausgang? Oder wo war der Eingang? Hä? Ach hier. Ups. Bin zu weit geklettert. Hä? Ups. Ja, sorry. Hier haben wir es doch. Dann kannst du jetzt dich nicht einfach hier so rüber hangeln und das andere greifen. Muss dafür wirklich diese Brücke auch noch runtergelassen werden? Ist das... Oh. Wenn das einfach hier auf dem Weg liegt. Mir das. Ist das zu schwer? Ja, müssen wir ja echt jetzt noch eine... Noch eine Kletterei hinter uns bringen. Oh Gott. Dort will ich nicht runterfallen. Nur hängen. Nicht ziehen. Komm. Ganz brav. Jetzt darfst du. Jetzt darfst du dich nach oben ziehen. Na komm. Ich will wissen, was hier drin ist. Ein weiteres Medikit. Oh. Und Munition. Was wartet um die Ecke? Nichts. Toll. Uiuiui. Ui, ui. Hier wimmelt's aber vor Zeug. Ist ja alles voll. An jeder Ecke finden wir was. Das ist gut. Au. Ich weiß nicht, wie ich euch das sagen soll, aber so war das nicht geplant. Eigentlich, ja. Vielleicht... Auch inzwischen 10 Stück. Ja, da können wir uns ganz beruhigt mal eins geben. So. Wieder hier raus. Nein. Wie können wir hier wieder rauskommen? So, wir sind dort oben lang. Ja. Ja. Soll aber hier runter. Soll ich ganz runter? Soll ich mir den Weg nach unten... Bahnen. Uah. So nicht. Okay, wenn man da unten ankommt, kommen schon mal ein paar Mumien. Das ist schon mal eine gute Sache. Die sollte man schon mal wissen. Okay, dann klettern wir nochmal hier lang. Ich habe es nämlich noch nicht ganz verstanden. Irgendwie hält sie sich nicht mehr fest, wenn ich das so mache, wie es zuvor war. Oh, das hat aber gut geklappt. Wie haben wir das jetzt gemacht? Wie haben wir das mit dem Handstand gemacht? Hä? Das ist ja cool. Aber was habe ich gedrückt dafür? Dass sie auf solch eigenartige Art und Weise
hochklettert. Und wo zum Teufel geht's rein? Ah, verdammt. Sie sollte sich da festhalten. Jetzt mal was ausprobieren. Ja, jetzt klappt's wieder. Ja, wieso? Wieso klappt das jetzt auf einmal wieder? Aber sie hat dann keine Lust, sich nochmal festzuhalten, wenn man irgendwo loslässt. Ah. Ja, das hier ist halt ein ganz normaler Weg runter. Ich will aber das Zeug nicht liegen lassen. Ich würde gerne wissen, wie wir das mit dem Handstand gemacht haben. Hä? Ah. Ja, hier tut sie so komisch runter. Ding, als wäre das hier nicht so mit dem Festhalten. Verstehe ich nicht. Was ich aber verstehe, ist, dass ich, wenn ich jetzt das Zeug gleich zum dritten Mal gesammelt habe, abspeichern werde. Reicht dann auch. Jedes Mal das hier wieder mitnehmen. Danach kann ich mir Gedanken machen, wie es weitergeht. Also ich schätze mal, ich muss nach unten. Das könnte einen wichtiger, richtiger Anhaltspunkt sein. So, Zeug ist gesammelt. Ich spring mal noch hier rüber. Und dann machen wir hier einfach einen weiteren Speicher. So. Hier wieder rüber. Ja, hier hat es wieder funktioniert. Warum auch immer. Aha. So. Uah. Ich muss mich darüber hangeln. Ja, ich muss hier runterkommen. Ach komm. Dreh dich doch an der Stelle um. Sonst machst du an den anderen Stellen hast du es doch jetzt auch gemacht. Ja, gut. Wir können natürlich auch einfach zu weit springen. Auf einmal. Ist auch voll in Ordnung. Kein Problem. Ja. Autsch. Ach komm. Warum musste sie denn da abprallen? Ich hätte doch genau perfekt dort reinspringen können. Ey. Es lief alles so wunderbar. Bis wir hierher kamen. Danach lief es nicht mehr wunderbar. Oh ja. So. Ach, Mensch. Wieso machst du das denn so dämlich? Wieso hältst du dich denn nicht an den Kanten fest? Ja. Sie springt halt mit ausgestreckten Armen voran. Sie will das hier an dieser Stelle einfach nicht machen. Ah, danke. Ah, wenn ich dran denke, dass das noch ein paar Mal gemacht werden muss. Aber ich glaube, irgendwann haben wir eine Höhe erreicht, da überlebe ich den Sturz. Hoffe ich. Ah, und dann darf ich da auch bestimmt wieder hochklettern. Nein, nicht wieder hochziehen. Oh, ich sag doch. Ab
irgendeiner Höhe überleben wir den Sturz. Oh Mann. Au. Nein. Nein, ach komm. Ist jetzt nicht passiert. Och Mensch. Es war anstrengend genug, da überhaupt hinzukommen. Uff. Ja. Wieso macht sie das? Muss ich das jetzt wirklich wieder so vorsichtig Schritt für Schritt machen? Och Gott. Mann. Ja, sie springt halt schon mit ausgestreckten Armen darunter. Ja. So, bin unten. Also so fast. Bin auch schon direkt tot, weil die erste von diesen Mumien mich direkt anspringt. Na los. Mann. Zwei Mistviecher. Wenn er mir jetzt sagt, ich musste hier nicht runter, dann reicht's mir. Also wirklich, dann fühle ich mich richtig krass verarscht. So, ich konnte jetzt hier unten nicht mal was sehen. Kein Schalter, kein gar nichts. Als ob. Als ob es da unten jetzt nichts gab. Als ob ich mich dort unten jetzt umsonst abgemüht habe. Nein, schaut mal, da unten gibt es was. Wow. Wie komme ich da hin? Und hier? Was macht sie denn? Naja. Also doch nicht ganz umsonst. Aber ich muss die Mumien wiederbeleben. Ach. Jetzt ist er nicht gesprungen. Die Gute. Jetzt ist er daneben gesprungen. Wir kriegen das hin. Halt dich doch da fest. Nee, das, ja, bringt mich ruhig um. Ich hätte jetzt eher auf Neuladen gedrückt. Ist das hier schon wieder so ein... irgendwas Tricksprung, den ich nicht verstehe? Nee, jetzt. Mann. Das hat jetzt vielleicht Nerven gekostet. Dann jetzt muss ich wieder hoch. Okay. Oh, vor allen Dingen. Die springen mir hier halt direkt ins Gesicht, ne? Und eine Flucht unmöglich. Ja, eine Flucht. Ja. Also man ist gezwungen, die zu besiegen. Oh, ist das nervig. Zumal ich sie ja schon besiegt hatte. Was soll man da aber auch machen? Die kommen zu zweit direkt auf einen zugesprungen. Also da frage ich mich manchmal, ne? Da frage ich mich, was hat man sich dabei gedacht irgendwie irgendwann mal? Oder verstehe ich es einfach immer nur nicht? Habe ich bis jetzt immer noch nicht verstanden, wie man hier die Gegner besiegt. Das kann natürlich auch sein. Egal, wir können raus aus diesem fürchterlichen Raum. Wir können uns hier das nächste Ding holen.
Ja, da ist Wasser. Ich einfach runterspringen? Ich will nichts mehr riskieren hier. Man weiß ja nie. So. Was haben wir denn hier noch? Ziemlich dunkles Wasser. Oh, Munition. Klar. Die Schwimmgeräusche sind andere, wenn man diesen Modus wechselt. Ist ja auch lustig. Oh. Wie geht die Luft aus? Ich alles eingesammelt habe. Schwimmen. Oh Gott. Hier haben wir jetzt schon wieder so einen Mumienfreund rum. Nö, ich tauch mal lieber wieder ab. Habe ich keine Lust drauf. Ja, aber hier im Wasser liegt halt noch Zeug, was ich gesehen habe. Was ich inzwischen ein bisschen zu viel finde, was man so kriegt. Oh. 10 Schuss für die Schrotflinte. Na, der war ja mal einfach zu besiegen. Zur Abwechslung. Muss es ja auch mal geben. Oh, hier liegen noch mehr Munitionsclips rum. Bin ja echt erstaunt. In diesem Level habe ich echt viel gefunden. Aber wir sind wohl noch nicht draußen. Steht mir wohl noch was bevor. Ich höre ihn schon wieder. Und wir brauchen noch einen dritten Treffer und dann bist du nämlich eh kaputt. So, dämliches Mumien, Mist, Ungetüm, was auch immer. Nervst auf jeden Fall. Hier. Hier geht's weiter, wie es scheint. Wo sind wir denn jetzt? Hey, den Ort kenne ich doch. Jetzt sind wir doch wieder hier. Wartet mal, genau. Hier war doch diese komische Säule. Hier sollen wir jetzt bestimmt die Dinger einsetzen. Nein. Nein? Ich denke schon. Ich habe nur das Falsche gewählt, ne? Ja, ja. Uah. Bin ich ins Wasser geplumpst. Oh ja. Das passt eher hier rein. Stimmt schon. Ja, ich sehe die Tür. So, das sollte den Skarabäus darstellen. Ja gut, macht Sinn. Wenn die Kamera immer so blöd umschwenkt. So. Letzte Schwimmerin der Welt. Nicht? Ja, aber klar, macht Sinn. Es öffnet sich eine weitere Tür. Und ich denke mal, das wird der Levelausgang sein. Dann sind wir nämlich fertig für heute. Was geht wohl? Ja, wir sind fertig. Ja, es war eigentlich gar nicht so schlimm. 32 von 38 Fundstücke. Oh, es gab immer noch 6 Dinge, die ich nicht gefunden habe, sowie ein Geheimnis. Obwohl ich so gründlich war diesmal. Naja, gut.
Naja gut, das ist akzeptabel. Dann geht's hier beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Ansehen, macht's gut und ciao!